Herzlich willkommen, Leute! Heute möchte ich euch mein Vampire Control Deck vorstellen. Das Deck ist um Unheil Clipper Vampir aufgebaut. Das ist eine sehr, sehr wichtige Karte für dieses Deck. Deshalb, ganz wichtig, dreimal davon rein. Er hat tödlich und jede verbündete Kreatur in derselben Reihe bekommt ebenso tödlich. Da sind eben hervorragende Kombinationen möglich und die sind wirklich, wirklich lustig. Das ist zum einen ein Vampir, dann haben wir noch den Nachtschatten als Vampir, der bekommt, von ihm bekommen wir Leben, weil er Entzug besitzt. Zwei Stück reichen da vollkommen und dann habe ich noch den Fürst der dunklen Krallen. Er hat ebenso Entzug, kann uns also Leben generieren und wenn er eine Kreatur vernichtet, dann beschwören wir dieselbe Kreatur eben nur auf unserer Seite. Also richtig, richtig lustige Sache. Dann haben wir noch den Blutmagiefürsten. Wir bekommen einen Blutzauber, wenn wir ihn beschwören. Das ist dann eine Variation aus drei Karten. Die möchte ich jetzt nicht komplett auflisten, das werdet ihr dann ja im Kampf sehen. Und wenn wir es gebacken bekommen, mit der Kreatur noch eine Kreatur zu vernichten, bekommen wir erneut einen Blutzauber auf die Hand. Ziemlich schwierig, aber manchmal klappt das. So, das soll es zu den Vampiren gewesen sein. Jetzt einfach mal komplett von vorne, wie ist denn das Deck mit welchen Kombinationen bestückt? Gut, wir haben den Nordheißsporn drin, auch eine sehr wichtige Karte, die wir einmal mit dem Dädrischen Dolch kombinieren können. Dann hat der tödlich und kann eine Kreatur ausschalten. Und dann, noch viel lustiger, haben wir die Möglichkeit mit Unheilklippe zu kombinieren, sodass der Nordheißsporn eben so tödlich bekommt. Für null. Das ist sehr, sehr nice. So, Scharfschützenspeerin ist ebenso eine Kombination, hauptsächlich mit Unheilklippervampir. Da, wenn wir sie beschwören und sie ihren Schuss setzen kann, wir ebenso eine Kreatur unabhängig von der Seite vernichten können, da wir es einfach nur auf seiner Seite beschwören müssen. Unheimlich praktisch. Sie hat ebenso Prophezeiung, also können wir auch in Not mal diese Karte spielen, falls wir den Vampir eben auf dem Feld haben. So, dann haben wir schnellen Schuss, um Karten nachzuziehen und ein paar, die erste Kontrolle in den ersten Runden so ein bisschen zu behalten. So, den Dädrischen Dolch habe ich ja schon vorgestellt, tödlich +1/+1. Ist ebenso eine hervorragende Kombination, deshalb dreimal drin, mit der wirbelnden Duellantin. Wenn sie nämlich von einem Gegenstand ausgerüstet wird, erzeugt sie bei allen gegnerischen Kreaturen einen Schaden. Und wenn man ihr eben einen Dolch gibt mit tödlich, ist das komplette gegnerische Board clear. Für, 8 Mana muss man da schon haben, ne? Also Magicka. Ist nicht ganz billig, aber ja, das können wir quasi zweimal auslösen. Es ist vollkommen okay, dadurch, dass wir mit dem Unheilklippe-Vampir dann doch schon bis dahin die Kontrolle wahren können. So, dann haben wir noch den Farun-Verteidiger, einfach für die ersten Runden, um uns besser, vor den Angriffen schützen zu können. Dann der Windburg-Magier, weil er einfach eine sehr nervige Anfangskarte ist und wir so ein bisschen die Kreaturen hinhalten können. Junges Mammut ist eine unheimlich starke Karte für 3 Magicka, haben wir 4/4 und durchbrechen. Damit können wir auch die Kreaturen ein bisschen, hinhalten und da kommt der Gegner nicht so leicht vorbei. So ist der Skaven-Pyromant auch eine sehr gute Kombination mit Unheilklipper-Vampir. Der Pyromant fügt allen anderen Kreaturen in dieser Reihe einen Schaden zu. Das ist ebenso ein Clear, aber betrifft die komplette Seite. Damit ist der Unheilklipper-Vampir ebenso weg. Aber man hat ja 3, ne? Ist ja auch wirklich nur für den Notfall. Dann haben wir noch Überfallkommando, habe ich jetzt nur zweimal rein. Der sorgt dafür, dass wir 2 Nordhaßsporne auf die Hand bekommen. Das ist die hier. Haben wir 2 Stück, um noch ein bisschen, aufräumen zu können. So, dann zermalmender Schlag. Verursache 3 Schaden einfach bezüglich Kontrolle. Bewahrer der Wurzel. Ein super Wächter, der ab Stufe 7, ab Magicka Stufe 7, wirklich mächtig wird, da er +2/+2 bekommt. Dann die Erdknochenweberin, ab und zu wirklich sehr praktisch. Lass eine Kreatur verstummen und füge ihr einen Schaden zu. Wenn es mal auch klappt,
Allein der Effekt ist schon mal super. Wenn es dann noch klappt, mit Unheilklipper-Vampir zu kombinieren, ist es natürlich umso besser. Ist zwar ein bisschen teuer, aber das Deck ist ja dafür gedacht, auch länger aushalten zu können. So, ruheloser Templer. Erhalte 5 Gesundheit. Wichtig, da wir zwischendrin dann schon ein bisschen Leben verlieren können, wenn wir vor allem die stärkeren Karten ziehen, da können wir wenigstens ein bisschen Leben wieder gut machen und haben eine starke Kreatur auf dem Feld für gerade mal 4 Magiker. Vollkommen in Ordnung, habe ich 2 Stück rein. Dann Blutdrache, eine extrem stylische Karte, was dem Nahaglief gar nicht mal so unähnlich ist. So, der Blutdrache ignoriert Wächter und darf Kreaturen in allen Reihen angreifen. Und nicht nur die Kreatur, sondern ebenso das Gesicht. Also wirklich sehr praktisch, um erneut die Kontrolle zu wahren im Mittelfeld, bis wir ins Late Game kommen. So, dann haben wir hier Schattenfenpriester. Lass eine andere Kreatur verstummen. Oder vernichte eine gegnerische Unterstützung. Dadurch, dass jetzt sehr viele Decks am Start sind, also Kontrolldecks mit Histein, ist die Karte sehr, sehr wichtig geworden. Habe ich aber 2 rein, das reicht dann auch. Jetzt eine meiner, ja, Lieblingskarten geworden, der Gortvok Gronogorm. Zu Beginn deines Zuges beschwörst du eine zufällige Kreatur aus deinem Deck in einer zufälligen Reihe. Das ist wirklich lustig. Ich habe es oft hinbekommen, den Bewahrer der Wurzel einfach mal kostenlos ausspielen zu können. Oder wenn dann auf einmal ein Nahaglief auf dem Feld erscheint. Oder natürlich so ein Fürst der dunklen Krallen. Es ist dann schon ganz lustig, wie blöd der Gegner dann aus der Wäsche schaut. So. Dann Nachtschatten, ganz klar. Habe ich vorhin schon erklärt. Unheilklipper Vampir oft genug. Und die wirbelnde Dörlanten ebenso. Dann habe ich einfach nur nochmal für die Kontrolle den Goldbrand drin. Muss man nicht unbedingt... Man kann Goldbrand auch ersetzen, wir haben genug sehr, sehr starke Karte, aber ich finde die Karte einfach so mega nützlich und die hat mir so oft den Arsch gerettet, dementsprechend bleibt sie drin. Nahaglief, unheimlich praktisch, Wächter, dein Gegner kann Nahaglief nicht mit Aktionen anvisieren. Mega, mega praktisch. So, der wachsame Riese, wir ziehen eine Karte nach, der hat Wächter und durchbrechen. Ja, eine sehr, sehr starke Verteidigung und Durchbrechen war auch sehr, sehr oft nützlich bei ihm. Wenn der Gegner ihn nicht vom Feld bekommt, können wir dem Gegner ja ganz gut Schaden zufügen. Und wie gesagt, wir ziehen auch noch eine Karte nach. Von daher ist es sehr praktisch, der Man. Und Blutmagiefürst habe ich ja schon erklärt. Gehe ich nicht groß drauf ein. Dann der Fürst der dunklen Krallen hat ebenso Entzug. Den habe ich auch schon erklärt, ne? Jedenfalls, wenn er eine Kreatur vernichtet, dann... wird sie halt auf unserer Seite beschworen. Einfach richtig cool. Der Oderwing füge jeder Kreatur auf der gegnerischen Seite 4 Schaden zu. Der räumt halt am Ende nochmal auf. Na? Unser kleiner Joker. So, das soll's zu dem Deck gewesen sein. Probieren wir doch mal die Kombination durch. Ich hoffe, es klappt und der Gegner lässt sich drauf ein. Wir sehen uns im Match. Bis gleich. Und da wären wir auch schon. Okay, den Unheilklipper-Vampir brauchen wir jetzt noch nicht, den Dätherischen Dolch und den Blutmagie-Fürst ebenso nicht. Die Karten sind okay. Ich hätte mich natürlich über ein paar Low-Leveler mehr gefreut. Und der Oderwing, die tote Karte bis Level 12. Aber okay, das kriegen wir auch so hin. Es scheint ein Entzugsdeck zu sein. Die sind eigentlich immer ganz lustig. Lassen wir es doch mal drauf ankommen. So, er generiert Leben. Das ist für ein Kontrolldeck jetzt nicht so schlimm. Dann haben wir wenigstens die Möglichkeit, ihm etwas abzuziehen. Heute wehen üble Winde. Okay. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Er kann 6 Schaden jetzt weiterhin durchziehen. In der nächsten Runde kann ich ihn zum Schweigen bringen oder diesen hier vernichten. Der hat einen wirklich hervorragenden Start. Aber es gibt Sachen to do. Meine Pfeile werden ihr Ziel treffen. Löschen wir aus. Dann
Dann können wir da in der nächsten Runde reingehen und mit der Erdknochenweberin den hier vernichten. Fire. Machen wir so. Der Wald duldet eure Gegenwart nicht. Killen wir das Shit. So. Mehr können wir leider nicht machen, aber wir haben seinen Ansturm etwas abdämpfen können. Die vier Kleinen sind jetzt etwas nervig. Er greift natürlich damit komplett an. Zum Glück hat er jetzt keine Verstärkung für die. Sonst wäre das so ziemlich unser Ende gewesen. In der nächsten Runde können wir leider nicht unheimlich viel machen. Oh, der ist sehr, sehr gut. Der ist sehr, sehr, sehr gut. Ich möchte erstmal ein bisschen Board Clear betreiben. Und bringe die Kreaturen raus. Jetzt kommt er da nicht mehr so leicht durch, auch wenn er sie bufft. Er geht wahrlich komplett rein. Oder doch nicht? Ja, mit dem habe ich schon gerechnet. Ich höre und gehorche. Dortwalk. So. Jetzt können wir... Ich spiele den unheilen Klippe-Vampir. Damit kriegt sie tödlich. Damit können wir das hier schon mal vernichten. Und dann konnten wir den hier aus dem Feld räumen. Jetzt wird er sich wahrscheinlich auf den hier konzentrieren. Falls er ihn aber nicht loswerden kann, werden wir Scharfschützensperre links spielen und ihn dann vernichten können. Wenn er da aber reingeht, dann wird das noch nicht mehr nötig sein. Okay, die müssen wir auf jeden Fall wegmachen. Unsere Kombination. In der nächsten Runde wäre sie möglich. Ich kann sie auslöschen. Und dann da reingehen. Was ich jetzt auch tun werden muss. Meine Pfeile werden ihr Ziel treffen. Machen wir so. Und gehen hier rein. Ich spiele Nachtschatten. Wir könnten natürlich jetzt auch den dädrischen Dolch ihm geben, aber für die Kreatur... Ich will das nicht. Holen wir uns doch etwas Leben zurück. Was haben wir denn hier? Okay. Da komme ich trotzdem durch. Wir machen aber einen lustigen Board Clear. Achtung. Machen wir so. Rüsten sie aus. Sie bekommt noch 1-1 dazu und vernichtet das komplette Board. Dann gehen wir hier ins Gesicht. Gehen wir nicht mehr ins Gesicht. Ja, akzeptieren wir es. So. Dann wird sie halt vernichtet.
Sie ist entbehrlich. Das Gute ist, wir haben jetzt Bordlier und können den Gordvok Gro Nagorm. Ich sag das so gern. Können wir den mal aufs Feld bekommen? Und falls er es nicht schafft, ihn loszuwerden, dann, ja, kriegen wir so allmählich das Board voll. Und er wird kaum noch etwas tun können. That's the plan, Leute, that's the plan. Der Wald ist meine Kraft, mein Mut. Meine Schuppen sind wie der Schatten. Da muss ich dich enttäuschen, eine Unterstützungskarte habe ich nicht. Mein Kopf meines Vaters! Greifen wir hier an. Euer Schmerz ist so köstlich. Dann gehen wir weiter ins Gesicht. Für den Ruhm der Orzima. Spielen den guten Ork. Und gegen den Magierkrieger auf der linken Seite habe ich jetzt nichts einzuwenden. Er wird höchstwahrscheinlich jetzt in unsere Duellantin reingehen und sie erstmal loswerden. Es ist okay. Sie hat ihre Dienste erfüllt. Wir haben ja noch den Blutdrachen und bald ist es auch möglich, den Oderwing zu spielen. Die Ausbildung ist vorbei. Zeit zu kämpfen. Das gefällt mir nicht, was er jetzt macht. Wenn er das macht, was ich denke, dass er macht. Übersteht mir bei. Nee, schau mal nicht. Nein. Sind wie der Schatten. Okay, er geht ins Gesicht. Merkwürdig. Ich werde den Hieß beschützen. Tada! So wie in der Beschreibung erklärt, kommt dieser Hieser. Ah, richtig cool. Okay. Stahl und Stein. Da werden wir. Nein. Euer Schmerz machen wir ist das so. Bam. Da können wir dann in der nächsten Runde nochmal reingehen. Weil seinen Angriff möchte ich dann eigentlich auch benutzen. Stahl und Stein. Gehen wir rein. Und verteidigen uns. Ich werde den Hieß beschützen. So, ich habe hier noch einen Blutdrachen. Den es nach Blut dürstet. So, wir haben sehr, sehr viel Leben. Und haben Bordübermacht. Es gibt eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten, was er jetzt tun könnte. Aber sag niemals nie. Heute wehen üble Winde. Da kriegt er meinen Wächter weg. Der Wald gehört uns. Und mein Lebensspender auch. Aber er hat uns sehr treue Dienste geleistet. Und uns sehr, sehr viel Leben generiert. Mal gucken, wen wir jetzt bekommen. Ich bin ein Kind der Finsternis. Da ist er wieder. Oh weh. So. Ich verbeuge mich vor eurem Weg. Ja, Leute, so kann's gehen, ne? So kann's gehen. Ja, so konnte ich eigentlich in dieser Runde ziemlich gut zeigen, was das Deck so drauf hat. Natürlich haben wir jetzt nicht alle Kombinationen gesehen, aber wenigstens ein paar. Ihr seht, das ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsdecks.
Es macht unheimlich Spaß, diese ganzen Kombinationen rauszuhauen. Und es ist wirklich sehr, sehr erfolgreich. Wir spielen auf jeden Fall noch eine Runde. Bis gleich. Da wären wir auch schon im zweiten Kampf. Mikro. So. Schattenfanpriester, einen lassen wir auf jeden Fall auf der Hand und den zermalmenden Schlag ebenso. Mit dem Schattenfanpriester könnten wir zum Beispiel, und werden wir wahrscheinlich auch, wenn er jetzt nicht alle vorher weghaut, die Elixiere der Magiker wegballern. That's the plan. Viel zu einfach. Okay, das hier ist auf jeden Fall ein Kandidat für den zermalmenden Schlag. Können jetzt leider nicht viel machen. Zum Gruße, Bürger. Geld oder Leben. Okay, das ist zum Glück keiner, der bufft. Alles noch prima. Den hauen wir weg. Und in der nächsten Runde können wir dann die Erdknochenweberin spielen, die einen Schaden zufügt und verstummen lässt. Also, und hier wäre der ein Schaden halt wirklich gut. Oder okay. Oder den Sklavenpyromanten. Oder wir machen Überfallkommando und hauen den dann so weg. Also da haben wir die Qual der Wahl. Machen wir das mit der Erdknochenweberin. Wenn er sie dann vernichtet, weil er ja überlegen ist, hat er dann nur noch einen. Und wir können dann mit Sklavenpyromant oder Überfallkommando die Kreatur einfach loswerden. Wer ganz wichtig ist, loszuwerden, ist auf jeden Fall der. Okay, der ist gefährlich. Den lassen wir verstummen. Dann kann er nicht zweimal angreifen. Denn das war seine Fähigkeit. Jetzt müsste er schon beide reinhauen, um ihn hier zu vernichten. Oder einfach nur den hier. Stellt euch vor, der hätte jetzt zweimal angreifen können. Er hätte 8 Leben generieren können. Das ist schon ziemlich mächtig. So. Wir werden Überfallkommando spielen. In der nächsten Runde könnten wir dann die zwei hier vernichten. Und hier erstmal mit dem Sklavenpyromanten. Auslöschen. Und mit einem Nordheißsporn den hier schon mal wegbringen. Geld oder Leben. Das Gute ist, er verschießt so ziemlich sein Pulver. Er hat jetzt nur noch 2 Karten auf der Hand. Bekommt natürlich großzügig Leben und so ein Scheiß, aber sieht gar nicht so schlecht für uns aus. Und zwar spielen wir den Unheilklipper-Vampir. Haben unseren Nordheißsporn. Können die hier weghauen. Und können mit der Scharfschützenspeerin die hier weghauen. Und beide sind im Schatten, also kann er nichts machen, außer ins Gesicht zu gehen. Ich töte euch an Ort und Stelle. Eine ausgezeichnete Darbietung. Und jetzt haben wir die Kontrolle. Jetzt werden wir mit ihm spielen.
Da können wir dann nämlich in der nächsten Runde, wenn wir dann dran sind, da einfach reingehen und die auslöschen. So oder so können wir die auslöschen. Und haben den Nachhaglief, sehr, sehr gut. Ah, den können wir leider nicht spielen. Ich töte euch an Ort und Stelle. Aber ist trotzdem schon mal nicht schlecht. Den Nachhaglief schiebe ich mir auf. Eure schwerfälligen Schritte verraten euch. Da ich ihn lieber im Notfall spielen möchte. Kynaret, Geist des Himmels, leite uns. Mein Schwert juckt. Okay, auf jeden Fall erstmal den Blutmagiefürsten. Ja. Der Gargoyle. Den hauen wir weg. Tada! Der hat keinen Bock mehr. Das wäre sowieso ziemlich ausgeahndet. Jetzt, wo wir den Gargoyle haben, dann den Nahaglief und ganz am Ende haben wir dann eben noch unseren Imba-Drachen. Das hätte alles nicht so funktioniert. Okay. So. Dann würde ich sagen, eine dritte Runde, weil er da aufgegeben hat. Und wir wollen ihn ja vernichten, ne? Von daher, bis zum dritten Kampf. So, das dritte und letzte Match. Xanthial, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, gegen den habe ich schon gekämpft. So, Fürste den dunklen Krallen. Nope, Nahaglief, ebenso nope. Obwohl. Nahaglief, Leute, ist gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Auch wenn das eine sehr starke Karte ist. Ich meine, er kann von Aktionen nicht, ja, fertig gemacht werden. Dadurch, wenn der Gegner uns irgendwie in irgendeiner Weise bedroht mit Kreaturen, was in dem Deck auf jeden Fall der Fall sein wird, können wir uns verteidigen im Notfall. Deshalb bleibt der gute Nahaglief erstmal auf der Hand. Was haben wir denn hier? So, Überfallkommando. Stellt uns auf die Probe. Und dann hauen wir den hier. Meine Schuppen sind wie der Schatten. Meine Schwerthand juckt. Wir spielen den Bewahrer der Wurzel, auch wenn der Effekt jetzt noch nicht eintritt. Trotzdem können wir damit schon mal seine Kreaturen vernichten. Und ihn leicht aufhalten. Ihr vergeudet meinen Atem. Barke und Wurzel. Okay, dass er jetzt irgendwelche Unterstützungskarten hat, denke ich mal nicht, dass er hat. Deswegen machen wir sowas hier. Wir dürfen ihm das Momentum nicht überlassen. Ist jetzt ganz wichtig, seine Kreaturen erstmal wegballern zu können und ihn dazu zu bringen, unsere clearen zu müssen. Weil erst damit können wir dann ein bisschen in die Offensive gehen und dafür sorgen, dass ein Nahaglief oder Blutmagiefürst ein bisschen überleben. Solange wir, bis wir sie komplett gemolken haben. Folgt einfach der Blutspur. Okay, sowas macht es natürlich schwer. Nichts, was wir mit einem guten dätherischen Dolch wegmachen könnten. Ja, wir benutzen auf jeden Fall den Dolch. Den hier wegzuballern. Wir können leider jetzt auch nicht mehr machen. Sehr, sehr schade.
Wir haben noch den Nachhaglief, der eventuell, wenn er jetzt eine Seite beschließt voll zu machen, aufhalten können. Und halt, Klippe Vampir. Brauchen wir noch nicht. Machen wir so. So, in der nächsten Runde können wir Nachhaglief endlich spielen. Und falls er jetzt irgendwelche starken Kreaturen spielt, wie die Katze, diese eine Legendary, können wir es mit dem Vampir wegballern. Tada! Jetzt müssen wir einfach nur noch hoffen, dass er nicht diese eine Schlange mit tödlich hat. Wenn er die hat, ist Nachhaglief ziemlich kapais da. Wenn nicht, muss er mit beiden rangehen. Oder eben nicht. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Okay, die können wir loswerden. Machen wir das so. Ballern den schon mal weg. Und warten ab. In der nächsten Runde könnten wir eventuell den Blutmagiefürsten spielen. Das wäre natürlich genial. So, dann bekommt er den hier mit den zwei weg. Sogar nur mit einem. Das Chaos soll euch holen. Wir schaffen es aber, den hier auf jeden Fall wegzubekommen. Und den Blutmagiefristen rauszuhauen. Ich hätte mich jetzt hier auch verteidigen können. Was ich jetzt aber gerade nicht möchte, ich möchte, dass er versucht, sich um den Blutmagiefristen zu kümmern. Statt stumpf ins Gesicht zu gehen. Und jetzt haben wir eine sehr mächtige Karte bekommen, und zwar Tote erwecken. Beschwöre eine zufällige Kreatur von jedem Ablagestapel. Von daher können wir da so ein bisschen die Kontrolle wieder übernehmen. Der Wald ist meine Kraft, mein Mut. Die Mutter der Nacht wird uns leiten. Okay, er haut alles raus, der ist verzweifelt. Wir können das komplette Board clearen. Was ich auf jeden Fall machen werde, nachdem ich hier angegriffen habe. Zack. Haben wir den Gargoyle. Ich werde mir wahrscheinlich es erstmal aufsparen. Werde mich erstmal um den hier kümmern. Da wir hier noch Verteidigung haben. Gucken wir erstmal, was wir bekommen. Ja, das ist eigentlich so ziemlich egal. Zack. Beide weg. Jetzt verteidigen wir uns lieber mal rechts. Dadurch, dass ich nicht möchte, dass er es mit irgendeiner Ansturmkarte jetzt vernichten kann. Oder tut. Und noch eine Verteidigung hier und das reicht dann erstmal. Hallo. Leichte Bugs. So, er hat nur noch drei Karten. Wir haben Board Clear und noch genug Leben. Er kann clearen, aber wir haben noch viele unserer starken Karten. Und können hier weiterhin ein bisschen was ziehen. Fessle gegnerische Kreaturen in einer Reihe. So, hauen wir raus.
Das ganze Leben, das er jetzt generiert hat, schlagen wir jetzt ihm sowas von aus dem Leib. Ein bisschen was müssen wir spielen, weil wir sonst zu viele Karten ziehen. Euer Tuum kann es mit meinem nicht aufnehmen. Überraschung. Das sind halt so Sachen, mit denen kann man dann um die Ecke kommen, ne? Das ist dann ziemlich heftig. Ja. Wir gehen hier erstmal ins Gesicht. Ziehen ihm etwas Leben ab. Wir spielen den Unheilklipper-Vampir in Kombination mit der Scharfschützin und ballern ihn weg. Dann möchte ich noch den ruhelosen Templer spielen, um ihnen nicht die Möglichkeit zu geben, sich zu regenerieren. Noch ein Oderwing hat er ja nicht. Ich lauere in den Schatten und warte. Okay, er zieht eine Karte nach. Ich lauere in den Schatten. Noch eine. Diese hier bietet etwas Leckeres. Jetzt kann er so ein bisschen ein Boardclear betreiben, wa? Können wir aber auch. Folgt einfach der Blutspur. Wir clearen erstmal das Board hier. Geben ihr dem Dolch und damit konnten wir jetzt alle auslöschen. Ich kann eure Angst schmecken. Feuer! Gehen erstmal hier mit dem Vampir rein. Seid verdammt! Dann sowas. Dann sowas. Ballern weg. Und könnten die jetzt fesseln, damit unsere Kreaturen auf jeden Fall am Leben bleiben. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er machen möchte. Mit einem Leben, also das sollte eigentlich gelaufen sein. Tada! Okay, Leute, das ist das Deck. In drei Matches konnte ich eigentlich ganz gut was zeigen, was das Deck so ein bisschen drauf hat, welche Kombinationen möglich sind. Baut's nach, probiert es aus, es lohnt sich auf jeden Fall. Es kostet zwar ein bisschen viel Kristallstaub, aber wie gesagt, es lohnt sich. Wir sehen uns dann im nächsten Guide. Bis dahin, Leute, auf Wiedersehen.